So Freunde, jetzt geht's los. Jetzt haben wir hier in der Ecke vom Wasserfall gibt's noch eine andere kleine Attraktion. Und da läuft die Musik schon im Hintergrund, denn wir sind wo? Am Dino Park. Jawohl. Das lassen wir uns natürlich nicht entgehen, wenn wir schon hier in der Ecke sind, dass wir hier den Dino Park dann auch noch mal was besuchen für unsere Kleinen und für die Großen natürlich auch. So, habt viel Spaß im Dino Park. Das tun wir uns jetzt mal an. Wenn wir schon hier in der Ecke sind, machen wir natürlich auch den Dino Park und schauen uns das also mal so ein bisschen an. Ich meine, das ist schon sehr imposant, alleine hierher zu kommen, durch diese Straßen da, durch das Dörfchen und am Wasserfall entlang und dann hier hoch. Da kommst du schon so ein bisschen urweltmäßig, kommst du dir schon mal so vor. Aber sieht relativ interessant aus und da lassen wir euch jetzt im Grunde genommen mal daran teilhaben, wie das Ganze hier so rüberkommt. Der erste Eindruck ist schon mal gigantisch, weil auch wenn du die Pflanzenwelt siehst, die hier so ringsherum ist, wo die überall diese Pflanzen her haben, also das ist schon sehr imposant zu schauen, ne? Sehr imposant. Jetzt hast du dann auch diese Dinosaurier, die sich dann ja auch bewegen und also das macht richtig Spaß jetzt schon auf den ersten Metern. Und ich lasse mich mal überraschen, das ist ja eine sehr große Anlage, wenn ihr da hinten mal schaut, wie es noch weitergeht. Wenn du dir mal das so jetzt vorstellst, so in dieser Zeit gelebt haben zu müssen oder wenn du da gelebt hättest, wo diese Dinger da hier durch die Gegend gerannt sind und siehst dieses Monster da hinter mir,
was da etliche Meter hoch ist. Also da kannst du dir schon vorstellen, was hier früher auf dieser Erde los war in der Zeit der Dinosaurier. Ja, dann hast du hier dieses hübsche Exemplar. Dem wolltest du, glaube ich, nicht begegnen. Der hätte dich in 2 Sekunden, glaube ich, zerrupfelt. Wahnsinn, Wahnsinn. Aber wunderschön gemacht bis jetzt. So, ihr habt dann nochmal so ein schönes Panorama mit den Bergen hinten dran. Und wenn ihr euch wundert, was diese hellen grauen Flecken da sind, das sind Netze, die sind gespannt. Denn hier ist so diese Ecke komplett voll mit Mispeln, heißen die. Und es ist alles voll, ja. Und vermutlich, um die zu schützen vor den Vögeln, vielleicht auch vor Sonne, haben sie die Netze drüber gespannt. Und das ist natürlich hier in der kompletten Region überall. Das ist natürlich sieht ein bisschen komisch aus. Ja. Aber ansonsten sehr imposant mit den Bergen hinten dran. Und hier mittendrin so der Dino-Park. Also ist schon was Tolles. Und wenn ihr dann mal diese Kakteen euch noch betrachtet, die ja auch einen Moment brauchen, bis die gewachsen sind, da ist schon ein bisschen Zeit vergangen, um die so groß werden zu lassen. Ja, ja, Freunde. Da bin ich gefressen worden von den Dinosauriern. Aber ich muss euch sagen, so in der Kombination Wasserfall-Dino-Park war das eine wunderschöne Geschichte. Und ihr habt gesehen, also recht viele Dinosaurier-Nachbauten, also richtig gut gemacht. Die meisten bewegen sich davon und haben Geräusche, sehr viel Information. Richtig gut. Sehr viel Vegetation. Also ich habe noch nie in meinem Leben so viele Kakteen auf einen Haufen gesehen. Aber Resultat am Ende lohnt sich. Ohne Witz, lohnt sich mal hierher zu kommen. So, ihr Lieben, wünsche euch was. Ich hoffe, bis zum nächsten Mal, wenn ich hier nochmal rauskomme. Ne? Macht's gut, euer Uwe. Ciao, ciao.